Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. Oh yeah! Ich habe offscreen eine Kleinigkeit gemacht, und zwar war ich in der Spielhalle und habe mich im Glücksspiel probiert und hatte Erfolg. Und zwar haben wir jetzt Donnerblitz und Flammenwurf und auch noch Eisstrahl eigentlich. Eisstrahl habe ich aber Blue beigebracht. Ne, Blue? Ja. Dafür haben wir Regentanz vergessen übrigens. Huch, Blue trägt irgendwas mit sich herum. Willst du das an dich nehmen? Nö, nö. Aber womit trägt es das? Naja, egal. Blue hat das gefunden und sieht fröhlich aus. Das freut mich sehr, Blue. So, eine kurze Sache noch zu Beginn. Und zwar, falls ihr noch weitere Spitznamen habt oder falls ihr euren Namen auch gerne im Spiel sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Denn so langsam gehen sie auch schon wieder aus, die Spitznamen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles dabei, was wir brauchen. Denn wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir könnten uns nochmal heilen gehen. Ich weiß nicht, warum ich Schaden habe. Ich habe vielleicht einen kleinen Dachschaden oder so. Ich bin mir nicht sicher. Achso, ja, was ich noch sagen wollte ist, was ich ein bisschen schade finde, ist, wir haben aktuell kein Pokémon dabei, was Donnerblitz lernen kann. Das ist sehr, sehr schade. Das Ding ist, ich hätte echt gedacht, Psyana könnte es später, kann es aber nicht. Aus welchem Grund auch immer, weil selbst Radfratz kann Donnerblitz lernen und selbst ein Mankey. Und die haben viel weniger irgendwie was damit so am Hut als ein Psyana, aber gut. Was so sein soll, soll so sein. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg nach Anemonia City, da müssen wir hin. Und mal gucken, wer bist du denn? Ich bin Monia von Montag. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich dir dies. Was? Ich wusste nicht mal, dass heute Montag ist. Geschweige denn, dass sie hier steht. Okay. Na gut. Dieses Item verstärkt Flugattacken. Damit solltest du deinen Vogelmon ausstatten. Ja. Vogelmon. Genau das sollte ich damit ausstatten. Mein Vogelmon. Alles klar. Blocky, alles klar. Gut. Dann, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hackattack. Hackattack! Geben. Evil, du trägst, glaube ich, den Seidenschal noch, ne? Dann, ja, können wir mal austauschen. Ist okay. So, na gut. Dann haben wir jetzt noch, ja, was setzen wir denn jetzt eigentlich gegen diese ganzen Wasser-Pokémon ein? Richtig ätzend. Nun gut. Schauen wir mal. Wir fangen mal an zu surfen und machen uns auf den Weg nach Anemonia City. Und ein wildes Pokémon erscheint direkt instant zuerst mal. Dash ist okay. Tentacha, Dash ist okay. Das nehmen wir uns direkt mal, das knöpfen wir uns vor. Mit Starre Spore als allererstes mal. Tentacha ist auch ziemlich cool. Ich glaube, Tentacha kann sogar Donnerblitz lernen. Ich bin mir nicht sicher. Kann aber sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube eher nicht. Windstoß. Konfusion könnte tödlich ausgehen, tatsächlich. Deswegen Windstoß, yeah, macht ja unfassbaren Schaden. Wow, Hapix, ich bin impressed. Wobei Tentacha keine so schlechte Spezialverteidigung hat, glaube ich. Deswegen bin trotzdem nicht so impressed. Hapix, ich bin nicht impressed. Und ich bin auch nicht amused, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Windstoß. Alter, das war jetzt 5 Runden lang paralysiert oder so. Es konnte nicht angreifen, nichts machen. Paralysiert. Krass. Das war deutlich. Tentacha wurde gefangen. Nice. Okay. Ja, Eintrag im Pokédex. Hm. Bei Erbe kann man die Überreste von Tentacha finden, die an den Strand gespült wurden. Oh Gott, das ist creepy, Mann. Das arme Tentacha. Möchtest du Tentacha einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Wir nennen es Hope. Wie war denn das so? Okay. Hope. Okay, Hope. Willkommen auf unserer Box. Tentacha ist halt auch ziemlich nice. Ich wollte es auch gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Ist mir sogar noch lieber als Grubsil, muss ich sagen. Huh. Es ist halt ein Gifttyp, ne? Wäre halt auch noch praktisch. Blue. Sollten wir nicht? Zwei O-Absorber. Oh Mann, ey, Mann. Das ist immer so schwierig. Warum tue ich mich so schwer damit, Pokémon auszusuchen? Das ist super schwierig.
Mann, ey. Wir gucken mal. Wir gucken mal in den Bericht von Tentara rein. Und entscheiden uns dann vielleicht. Mal sehen. Pokémon bewegen. Ja. Hope. Bericht. Macht oft Unordnung. Was ist das denn für eine Eigenschaft, bitte? Ein freches Wesen hebt den Angriff. Wow, senkt die Spezialverteidigung. Das ist ja erstklassig. Neutral-Torso. Verhindert Absenken der Statuswerte eventuell. Neutral-Torso. So, wir haben eine echt krasse Säure. Und wir haben Blubstrahl. Wir könnten Surfer beibringen, wir könnten ihm auch Eisstrahl beibringen, denke ich. Wieso habe ich das dann schon Dings beigebracht? Blue, verdammt. Ich bin dumm. Was ich gerne mal rausfinden würde jetzt wäre... Das wäre jetzt einfach mal so ein bisschen... Das möchte ich jetzt mal rausfinden kurz. Nur mal ganz kurz. Nur ein Test. Nur ein Test. Pass mal auf. So, Beutel. TMs. Donnerblitz. Könnte es das denn... Könnte es auch nicht. Okay. Dann bringt uns das natürlich nicht wirklich viel. Aber es ist halt schon cooler als Quapsel irgendwie. Wobei Quapsel halt auch ziemlich nice ist. Huch, da wollte ich nicht hin. Aber Tentara ist halt auch ziemlich nice. Das hat wahrscheinlich... Na, Mann, ey. Warum muss die Spezialverteidigung ausgerechnet gesenkt werden? Der Angriff erhöht, ist was Sinnloses. Mist. Quapo ist nachher ziemlich cool, aber... Ich tue mich so schwer mit sowas. Mann. PC von Bob. Nee. Ja, das Problem ist, so ein Gift-Pokémon wäre halt schon richtig awesome. Mit einem Stissel. Aber gut. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht hat Tentara ja noch Glück. Oder ihr könnt ja auch sagen, was euch lieber wäre. Tentara, Quapsel, Tentoxa später oder Quapo. Gut, jetzt aber mal ein bisschen fortfahren der Geschichte nach fast 8 Minuten. Na los, du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das weiß doch jedes Kind. Nee, weiß es jedes Kind? Aufwärmen, schwimmen, was? Aber da kühle ich mich doch wieder ab beim Schwimmen. Warum soll ich mich dann erst aufwärmen? Konfusion. Patz. Umklammerung, wow. Wow. Oh mein Gott, dieser Schmerz. Initiative von Happy sinkt einfach mal, na gut. Und Konfusion. Gib dem Tacher hart. Gib dem Tacher hart. Nicht dem Pfarrer, dem Tacher. Noch ein Tentacher. Kriegen wir hin. Epix schafft das. Ist halt ein bisschen blöd, so ohne Elektroattacken, so auf dem Ozean rumzuschwimmen, ist schon ein bisschen blöd. Blubstrahl zielt viel mehr. Zielt. Blubstrahl zieht viel mehr ab, als ich dachte. Säure, okay. Geht auch noch. Wir müssen leider noch eine Attacke bringen. Vielleicht so ein Windstoß. Okay. Na gut. Dann haben wir diesen Trainer auf jeden Fall schon mal erledigt. Erledigt. Und Level 17 für Zuckerkeks. Na, ist ja erstklassig. Gregory. Oh, ich gebe auf. Gut. Nachdem du dich aufgewärmt hast, kannst du jetzt ja mal aufgeben. So, Mama ruft mal wieder an. Mama hat bestimmt wieder irgendwas von meinem Geld gekauft. Und wir setzen mal einen Supertrank. Ich denke mal, Supertränke werden wir auf diesen Routen noch viel brauchen. Fahr mutig. Wir könnten auch einen Schutz einsetzen. Sollten wir auch echt tun. Oh, Tentoxa. Okay. Einfach so. Nun gut. Hallöchen. Du kriegst bestimmt eine Menge Erfahrungspunkte, aber ist... Oh, ist mir jetzt vielleicht doch nicht so egal. Giftspitzen, na gut. Ich würde ja gerne echt fliehen. Ich habe ein bisschen Angst. So. Okay. Gleich setzen wir Schutz ein. K
Gehst du nach einer Monia City? Wie wäre es vorher mit einem kleinen Kampftraining? Ich bin einverstanden. Käthe. Die geile Käthe. Mit einem Stern, du. Anders hinsetzen auf Doom. So. Na gut. Stendu kriegen wir auch noch klein. Kurz und klein. Turbo-Trio, wow. Beeindruckend, Stendu. Richtig beeindruckend. Ich bin so hart impressed, ey. Siehst du es an meinem Gesichtsausdruck? Richtig gut. Aber Stendu ist ganz cool. Da kann man nicht meckern. So. Da haben wir auch schon die geile Käthe besiegt. Diesmal habe ich verloren. Diesmal. Warum hast du dein Bikini-Oberteil nicht verloren? Weiß keiner. Okay. Dann Supershots. 11 Stück. Das ist gut. Und ein Item. Das ist gut. Pflücker. Das ist gut. Könnten wir theoretisch Tauboga beibringen. Wir könnten es eigentlich mehreren Pokémon beibringen, denke ich. Also Happix kann das bestimmt auch lernen. Und ist immer noch besser als Windstoß. Pflücker. Stärke 60. Hält der Gegner eine Beere, stillt der Angreifer sie und genießt ihre Auswirkungen. Zentraum. Ja. Pflücker. Ah, okay. Happix kann es nicht lernen, aber Evil könnte es lernen. Und da Evil ja sonst nichts kann, würde ich sagen, bringen wir ihm Pflücker bei. Bringt auf jeden Fall mehr als Windstoß. Aber die Attacke wirkt ja immer, ne? Nicht nur, wenn er eine Beere in der Hand hält, oder? Nee, falsch, okay. Dann vergessen wir dafür mal Windstoß. Denn Windstoß brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. So. Windstoß haben wir auch mit Happix noch. Das passt schon. So, gut, haben wir ein Item gefunden. Ist ja ein Träumchen. Und wir reisen weiter auf dem großen Ozean. In Richtung Anemonia City. Du bist noch jung. Surfe nicht auf deinem Pokémon, schwimm gefälligst. Ich mache, was ich möchte. Und es ist nicht vorhergesehen, dass ich schwimme. Überhaupt nicht. Mein lieber Freund. Denn sonst hätte es irgendjemand einprogrammiert. Aber das haben sie nicht getan, also sollte ich nicht schwimmen. Tut mir leid. ...186... Erfahrungspunkte. Wow. Mächtig, mächtig viel. Kann Zuckerkeks eigentlich irgendwas aktuell? Nee, ne? Nix. Gar nix. Gut. Haben wir das geklärt? Und ein Schillock. Okay. Wir könnten ja mal mit jemand anderem kämpfen. Vielleicht mit Evil einfach mal. Können wir mal Pflücker ausprobieren. Pflücker! Ich glaube, die Attacke habe ich noch nie gesehen. Naja, mal sehen. Pflücker. Wow. Biss. Au. Au. Oh, ein Volltreffer. Geht ja noch. Pflücker. Warum hast du keine Beere bei dir, Schillock? Warum nicht? Ich hätte so gerne eine Beere gegessen. Ich bin ein sehr hungriges Tauboga. Tauboga. Und Level 18 für Zuckerkeksi. Wow. Oh oh, ich hab verloren. Tja, dann surf du vielleicht mal lieber auf dein Pokémon, bevor du mir hier große Weisheiten in den Kopf ballerst. Du Faggot, also du Typ. Ich brauche keinen Schwimmreifen. Ich halte mich an meinem Wasser-Pokémon fest. Und wo ist es? Ich sehe es gar nicht. Oder hast du es zwischen deinen Beinen? Okay, lassen wir das. Hi, Sterndu. Schon wieder ein Sterndu. Faszinierend. Es ist ja wirklich faszinierend. Ich möchte sagen, Sterndu, es ist wunderschön. Mit diesem wunderschönen Edelstein in der Mitte. Oh, Sterndu. Ist bestimmt viel wert, wenn man es verkauft, ne? Mit diesem Gold und diesem Edelstein da drin. Vielleicht sollten wir Sterndu-Sammler werden. Oder Sterndu-Händler vielmehr. So. Mushas. Ja, Mushas kann halt nicht wirklich viel, hat aber eine ganz gute Verteidigung. Wir setzen einfach mal, ach, weißt du, ganz ehrlich, wir setzen jetzt mal Blue dagegen ein und mal gucken,
was Muschas dagegen machen möchte. Also ich befürchte ja, nicht so viel. So, Body Slam könnten wir machen. Wir machen mal Surfer. Das dürfte theoretisch mehr abziehen als Body Slam. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Weil super geringe Spezialverteidigung, dann Step bei uns und das Zauberwasser noch dazu. Ich glaube insgesamt... Ja. Mächtig viele Erfahrungspunkte. Elfi. Oh je, um mich dreht sich plötzlich alles. Halt dich lieber schnell an mir fest. Halt die Klappe, Mutter. Halt die Klappe. Oh, das scheint ein starkes Pokémon zu sein. Level 23, Tentara. Na gut. Geht ja noch. Flucht. Ciao, ciao. Ey, ey. Schwimmertyp. Ich bin etwas müde. Wenn ich gewinne, leihst du mir dann dein Pokémon? Ja, wenn ich gewinne, schenke ich es dir. Halt, stopp. Wenn du gewinnst, schenke ich es dir. Wenn ich gewinne, nicht. Das wäre blöd gewesen jetzt. So, Konfusion. Los, gib ihm hart. Reicht es aus? Leider nicht. Alter. Hätte ich aber eigentlich gedacht, muss ich sagen. Gut, auswechseln dürfen wir jetzt nicht mehr. Auch gut. Giftspitzen sind echt gemein. Fällt mir gerade mal so auf. Echt gemein. Hundsgemein. Kommt eigentlich auf sowas wie Hundsgemein. Hallo Remoraid. Ach, du bist ja aber auch süß. Ich bin Remoraid und ich bin ein bisschen derpig. Zielschuss, wow. Er zielt auf mich. Unfassbar. Ganz schön dreist. Tschüss, Remoraid. War schön mit dir. Und Sterndu. Nö, ich möchte nicht wechseln. Sonst wäre ich vergiftet. Das wäre nicht so cool. Muss ich zugeben. Gucken, was so ein Windschuss abzieht. Stimmt nicht so super viel. Obwohl, so schlecht ist es auch nicht. Gibt Schlimmeres. Aquaknarre, oh Gott. Oh Gott, diese Schmerzen. Au. Ach, wir besiegen ein Pokémon nach dem anderen. Level 19 für Zuckerkeks. Eigentlich sollte es jetzt langsam mal selbst loslegen und kämpfen, aber es kann halt auch gar nichts. Gar nichts. Das ist richtig sad. Naja. Was willst du tun? Säure? Autsch. Hat gar nicht wehgetan. Hat gar nicht wehgetan. Na, 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 na. Spastentacher. So? Hab ich dich voll getisst, yo? Hm. Noch ein Tentacher? Ja, wir beenden das schnell mit Happix. Ich habe nämlich keinen Bock auf irgendeine Vergiftung jetzt noch, Alter. Gar keinen Bock. Dem Happix ist ja ganz gut macht hier gerade. Boah, hier noch ein Volltreffer. Also kann Happix dann noch ein Levelchen aufsteigen. Das ist doch auch super. Guck, das schaffen wir bestimmt noch. Noch ein Tentacher. Das sind nochmal so um die 180 Erfahrungspunkte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Konfusion neigt sich dem Ende. Oh Gott. Die AP. Die AP. Tsch, tsch. Witziger Peitschen-Sound. Nice. Jetzt hätte ich auch mal Windstoß einsetzen können zum Schluss, aber ist egal. Und Level 24, Level 24. Ja, nice. Und Psychstrahl. Nice. Obwohl es halt auch nicht viel stärker ist als, doch ist es. Ich habe ja gerade überlegt, Konfusion ist ja Stärke 50, ne? Mit dem Krummlöffel zusammen kommen wir, also 10% verstärkt, auf 55. Ne, 20% sogar verstärkt durch den Krummlöffel, also sogar auf 60. Oder? Ich glaube schon. Und Psychstrahl ist ja bei 65, habe ich jetzt gerade gedacht, ist ja kaum stärker. Aber ist es ja wohl, weil es ja auch durch den Krummlöffel noch ein bisschen gestärkt wird.
Siestrahl. Nice. Da freue ich mich. Keuch Japs. Ja, als ob das jemand sagen würde. Statt ich die Geräusche mache. Mama, Alter, was ist denn falsch mit dir? Du blöde Kuh. Du gleitest so elegant auf dein Pokémon dahin. Dankeschön. Anton. So, probieren wir mal Psystrahl aus. Hm? Was sagst du dazu? Psystrahl. Wio. Wie so ein Alienstrahl, der gerade jemanden abholen will. Wio. Ich beame dich auf unser Raumschiff. Windstoß. Guck mal, was sie noch dabei hat. Da bin ich ja mal mächtig gespannt drauf. Oh ja. Goldini. Wow. Ich bin impressed. Zuckerkeks. Was kann Zuckerkeks eigentlich? Attacken. Tackle. Das war's. Ja, ist jetzt nicht so einsatzfähig, würde ich sagen. Trainieren wir halt Evil noch ein bisschen. Ich würde ja gerne wirklich Zuckerkeks trainieren. Also Evoli. Also. Aber das bringt ja aktuell nicht wirklich viel. Auch keine Bäre dabei? Du blödes Goldini, Mann. Ich bin verwirrt. Na, erstklassig. Riskieren wir es? Riskieren wir es nicht? Wir riskieren es. Na, tolle Wurst. Huh, na Gott sei Dank. Dann heilen wir uns jetzt erstmal. Und dann recken wir Goldini durch. Wir recken es richtig hart durch. Warte mal. Mataburger, du bist so eine Taube. Scheiß es doch einfach voll. Das könnt ihr Tauben doch so super. Einfach alles voll scheißen. Hey, das ist aber mal gut hier. Warum geht man bei Goldini alles daneben? Was ist denn da los? Goldini. Alter, es reicht jetzt aber auch. Was ist das denn für eine mickrige Attacke, Alter? Geh weg! Tekla. Also hier, ne? Und so, überhaupt und so. Wir dürfen ja jetzt gleich da sein, ne? Ja, wir sind da. Guck mal, Ammonia City. Und wenn wir einmal hier sind, dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder. Was sagst du dazu, Herr Pates? Die Fußabdrücke von Bob scheinen ihm große Freude zu machen. Auch ein Fußfetischen. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.